Intuitive Surgical hat Zahlen gebracht, ist 4,5% unter Wasser. Und das, obwohl wir, wie ich finde, wirklich ein hervorragendes Quartal hier gesehen haben. Ein Beat in der Top- und in der Bottomline. Gewinn höher als erwartet. 1,42 ist hier reingekommen, die Aktie. Hole ich mal kurz, dass wir uns das noch anschauen können hier. 1,42 die Aktie, 25% Gewinnsteigerung. 1,75 Milliarden Umsatz, 15% Steigerung auf Jahresbasis. Voll im Plan zu dem, was hier erwartet wird. Auf der Gewinnseite 5,44. Man hat die Umsatzprognose nochmal angehoben jetzt von 18-21% fürs Gesamtjahr, hat man die jetzt angehoben auf 20-22% fürs Gesamtjahr. Das sollte dafür sorgen, dass auch die Gewinne höher ausfallen als erwartet. Die Fonds, die sehen das ähnlich positiv. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir im Prinzip seit September 21 mit ein bisschen Schwankungen, klar, weil es natürlich auch ein sehr schwankungsintensives Geschäft ist, was wir hier haben bei Intuitive. Die entwickeln und produzieren und vermarkten sowas wie robotergestützte OP-Systeme, Videosysteme für Chirurgie, solche Geschichten. Da ist tatsächlich, muss man auch sagen, der Bereich des Verkaufs dieser Systeme eher der kleinere Part in dem Umsatzsegment. Der größere Part ist Teile, die geliefert werden. Also für schon bestehende Systeme. Und deswegen müssen wir hier immer zum einen natürlich stark schauen, wie viele Geräte sind verkauft worden. Das waren jetzt im letzten Quartal 331 Geräte. Das waren mehr als die 279 von vor einem Jahr. Da ist also der Verkauf um 19% angewachsen. Und das Zweite, was hier immer wichtig ist, das ist die sogenannte installierte Basis dieser sogenannten Da Vinci-Systeme. Diese Da Vinci-Systeme, die hier von Intuitive Surgical verkauft werden. Und diese installierte Basis ist auch wieder um 13% angestiegen auf inzwischen über 8000 Systeme. Und für diese ganzen Systeme werden permanent neue Teile geliefert. Da wird gewartet, da werden Dinge ausgetauscht. Da hat man Verschleiß, da hat man Einzelteile, die man eben nur einmal verwenden kann und dann wieder neu braucht. Also ich finde, es ist ein tolles, interessantes Geschäft. Die Anzahl der weltweiten Da Vinci-Eingriffe ist im letzten Jahr übers Quartal auch um 22% angestiegen. Intuitive hatte natürlich zu kämpfen mit Corona, genau gegenteilig von dem, was wir eben von Sartorius gesehen haben. Das hieß nämlich hier, dass diese hochkomplexen Operationsinstrumente nicht mehr notwendig waren. Da sind ganz viele Operationen zurückgestellt worden. Ja, da hat man die Leute lieber beatmet und versucht, am Leben zu halten, bevor man hier irgendwelche komplexen mikroinvasiven Operationen getätigt hat, die nicht unbedingt nötig waren. Und deswegen hat die Aktie hier stark gelitten. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie die letzte Bewegung gelaufen ist, dann haben wir eine sehr starke Erholung gesehen und sind jetzt erstmal hier im Widerstandsbereich gescheitert, was gar nicht so ungewöhnlich und gar nicht so unerwartet war, ja, dass wir in dem Bereich hier erstmal hängen bleiben. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir hier jetzt auf den Tageschart schauen, dann sehen wir, dass diese letzte Abwärtsbewegung hier schon recht heftig war. Aber das ist im Prinzip nicht viel anders als das, was wir jetzt bei SAP gesehen haben. Ich mag die Unterstützungsbereiche. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen weiter runter geht in der Aktie, dass wir vielleicht in diesem Bereich 280 bis 260 Euro hier reinkommen. Wir haben es jetzt in Euro, damit wir eben die vorbörsliche Bewegung quasi das nach den Zahlen sehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ein Teil dieser Systeme wird verwendet für sogenannte bariatrische Operationen. Bariatrische Operationen sind ja sowas wie, keine Ahnung, Magenverkleinerung oder Darmoperationen, die dann quasi dazu dienen, übergewichtige Patienten dazu zu bringen, weniger zu essen und damit relativ schnell rund 50% ihres Übergewichts abzubauen. Und da ist die Nachfrage zurückgegangen. Und die Nachfrage ist zurückgegangen, weil es ja jetzt, wir haben an anderer Stelle häufiger darüber berichtet, ein paar Medikamente für diesen Bereich gibt. Ja, wir haben jetzt hier Eli Lilly in der Pipeline, wir haben Novo Nordisk mit ihren Abnehmmedikamenten. Also das ist ein Bereich, der durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz werden könnte für diese Operationen, die hier stattfinden. Und das ist eben ein bestimmter Teilbereich des Umsatzes, der jetzt hier vielleicht von Intuitive gefährdet ist. Dass jetzt die Geschäftsführung trotzdem den Umsatzausblick angehoben hat,
Das zeigt für mich eigentlich, dass das nicht so dramatisch ist und dass man wahrscheinlich relativ schnell, wenn man wirklich erkennen sollte, dass dieser Trend erhalten bleibt, dass man eher Richtung Medikamente wieder setzt für Gewichtsreduktion und nicht so sehr auf diese Operationsmechanismen, dann kann sich wahrscheinlich intuitiv hier relativ schnell umstellen und die anderen Bereiche stärker ausbauen und in dem Bereich einfach zurückfahren. Und von daher denke ich, das wird nur ein Blip sein, das wird nichts Langfristiges sein, was die Aktie hier belastet. Aber na, vielleicht gucken wir es uns noch mal kurz in Dollar an, damit wir dann auch hier den richtigen Bereich noch sehen. So, und wenn wir uns das jetzt hier noch mal in Dollar anschauen über die letzten 3 Jahre, ja, dann ist das hier ungefähr dieser Bereich, auf den man vielleicht warten könnte. Ja, diesen Bereich hier um knapp über $300. Das, denke ich, ist ein guter Einstiegsbereich für mittelfristige oder langfristige Investitionen bei Intuitive Surgical. Und von daher glaube ich, ist das kein schlechtes Investment, nur vielleicht ist der aktuelle Kurs etwas zu hoch.